So, Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Gannicus News. Ich hoffe, euch geht's gut soweit und ihr habt Bock auf einen weiteren Exkurs in die Welt der aktuellen Themen der Bodybuilding- und Fitnesswelt. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet und wir haben definitiv ein paar Punkte auf der Tagesordnung, die ich als berichtenswert und interessant einstufen würde. Genauso berichtenswert und interessant sind unsere aktuellen Angebote im Gannicus Shop. Nochmal zur Wiederholung, aufgrund der für uns besseren Einkaufssituation bekommt ihr aktuell den Kilobeutel Verum Whey für 22,50 Euro und die 500 Gramm Dose Crea Basic, also Kreatin Monohydrat für 13,50 Euro. Einfach Code News an der Kasse verwenden und Spaß haben. In dem Rahmen, vergessen zu kommunizieren, haben wir den Crea Beta Stack, der ist natürlich auch günstiger, sprich die Mischung aus Kreatin und Beta-Alanin in dem Fall. Ebenfalls in der 500 Gramm Dose gibt es mit dem Code News für 15,29 Euro. Und zum Abschluss der kurzen Werbeshow hier zu Beginn haben wir noch eine Fibo-Aktion für euch. 22,50 Euro zahlt ihr mit dem Code News auch für unser Clearway, den sogenannten Verum Juice. Gibt es in Kiwi Gooseberry und in Tropical. Gültig bis einschließlich Sonntag, den 14.04.24. Gannicus-shop.com ist die URL. News ist wie gesagt der Code und damit können wir auch loslegen mit den heutigen Themen. Ganz zu Beginn erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben zwei neue IFBB Bros hier in Deutschland, beide erfolgreich in England beim Ben Weider UK Pro Qualifier. Zum einen hat der Georg Behringer sich im Bodybuilding die Pro-Card geholt. Glückwunsch an der Stelle. Wir hatten neulich noch im Podcast mit Justin und Chris drüber gesprochen und jetzt ist es schon passiert. Sogar noch vor den beiden. Stabiles Paket. Grüße gehen raus. Zum anderen hat es auch die Selina Schulz geschafft mit der Profilizenz. In dem Fall in der Bikini-Klasse. Gratulation von mir für die starke Leistung und natürlich auch für die Errungenschaft. Super junge Dame, aber meiner Meinung nach auch super potenzialbehaftet. Kann man sicher gespannt sein, was sowohl die Selina als auch der Georg bei den Profis so reißen werden. Macht mal ein bisschen Lärm in den Kommentaren und wir gehen zum nächsten Thema. Willst du deine Gains und deine Performance im Gym aufs nächste Level bringen? Wenn sich das gut anhört, dann helfen wir dir im Gannicus Coaching dabei, genau das zu erreichen. Wir erstellen einen Trainings- und Ernährungsplan, der auf deine Bedürfnisse angepasst ist und betreuen dich in einem echten 24/7 erreichbaren Coaching. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung, dort kannst du ein Erstgespräch mit mir buchen. Wir tauschen uns ganz unverbindlich über deine Situation aus, besprechen deine Ziele und schauen, wie wir dich bestmöglich unterstützen können. Wir kommen von absoluten Erfolgsstories zu einer eher unschönen Geschichte. Und zwar wurde einer unserer anderen IFBB-Pros, in dem Fall Kevin Gebhardt, MRT hat man trotz Nachfrage wohl im Krankenhaus keins gemacht. Nur mit Überweisung war die Aussage. Gab dann ein paar Krücken und Thrombosespritzen und damit durfte Kevin wieder heim. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber Kevin ist kein so wirklicher Glückspilz, wenn man das mal festhalten will. Profi ist er seit 2018 geworden in Prag, genau wie beispielsweise auch Enrico Hoffmann ein Jahr vorher. Gab schon ein paar Teilnahmen bei den Profis für Kevin mit mäßigem Erfolg. Man muss sagen, Kevin hat jetzt nicht die besten Voraussetzungen in Bezug auf Linie und so weiter, aber das muss ich hier auch mal wieder loswerden mit mahnenden Worten an die Kritiker. Ja, man kann das kritisieren, wenn jemand wie Kevin Gebhardt nicht die besten Gene hat, auch wenn es irgendwie paradox klingt, weil Kritik vor allem konstruktiver Art bedingt ja, dass man als Kritisierter was dran ändern kann. Wird bei Genmaterial schwierig, aber Fakt ist, wir sind trotzdem im Open Bodybuilding, da finden solche Freaks eben statt. Nick Walker und, keine Ahnung, Justin Rodriguez sind auch nicht schön, gewinnen aber dennoch Wettkämpfe und stehen bei Mr. Olympia. Auf jeden Fall, gute Besserung, Kevin. Ich hoffe, du kommst wieder auf die Beine, war ja auch letztes Jahr mit der Corona-Erkrankung einfach super unglücklich und ich hoffe auch, man sieht dich irgendwann wieder auf einer Bodybuilding-Bühne. Wir kommen zu einer Trennung und zwar zu der zwischen Max Madsen und Nadine Huber. Um das aber nochmal festzuhalten und zu akzentuieren, die beiden waren kein Paar, sondern es gab lediglich eine geschäftliche Liaison und eine Coach-Athleten-Beziehung. Nadine hat sich nämlich nicht nur von Max vorbereiten lassen, sondern auch in seinem Team als
Trainerin gearbeitet sozusagen. Überhaupt erst nach Hamburg verschlagen, hat sie allerdings tatsächlich auch so mehr oder weniger eine romantische Beziehung, die es jetzt so nicht mehr gibt, hat zur Folge gehabt, dass Nadine dauerhaft zurück in die Heimat gegangen ist und dementsprechend sowohl beruflich als auch sportlich neue Wege beschreiten möchte. Das wiederum ist darin resultiert, dass sie in puncto Betreuung zu Stefan Kienzel zurückgegangen ist, wo sie auch schon vor Max war. Ich weiß inzwischen aus einem kurzen Dialog mit ihr, dass sie nie komplett in Hamburg gewohnt hat, sondern einfach nur sehr oft dort war. Wird bald auch einen Live-Podcast mit ihr geben, auf den könnt ihr euch freuen. An der Stelle auf jeden Fall erstmal viel Erfolg auf der weiteren Reise an beide Parteien natürlich, sowohl Max als auch Nadine. Und im Zuge dessen ist es, glaube ich, mal wieder angebracht, paar Takte zum allgemeinen Umgang mit derartigen Situationen zu sagen. Max Matzen und Nadine Huber und die ganze Konstellation steht stellvertretend für sehr viele ähnliche Fälle. Eins ist klar, die Personen stehen in der Öffentlichkeit und müssen deshalb irgendwo damit rechnen, dass sie zu Dingen befragt werden, dass man über sie spricht und dass sie sich auch gegebenenfalls äußern sollten. In welchem Umfang sie das tun, ist aber am Ende ganz allein ihre Entscheidung. Es gibt immer Informationen, die einfach auch privat bleiben dürfen und müssen. Wir, also sowohl ihr als auch ich, haben keinerlei Anspruch auf ausführliche Statements der einzelnen Protagonisten. Und es ist auch kein Argument zu sagen, der Max ist sonst auch bei allem immer transparent. Jetzt ist das halt nicht und das ist auch absolut in Ordnung so. Ich wollte das wirklich mal gesagt haben, weil die Message ist dieselbe, egal welche Person genau betroffen ist. Eine gewisse Sensationsgier ist legitim. Ich habe die auch und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mich würden manche Sachen nicht detaillierter interessieren. Wenn sich aber jemand dazu entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, dass manche Details privat bleiben, dann müssen wir das akzeptieren. Wir sind hier immer noch im Internet und nicht vor Gericht und ich spreche morgen mit Max. Und da wird er zu 100% über Dinge reden, die man so von anderen nicht hört. Deshalb bitte ich trotzdem um Verständnis, wenn auch ein Max mal sagt, dass er lieber schweigt, als zu sprechen. Es gab Anfang des Jahres schon mal News zu Naturalwettkämpfen im Rahmen von NPC und IFBB Pro League. Die Ben Wider Championship ist in der Hinsicht schon etabliert, aber es soll definitiv noch mehr kommen. Und diesbezüglich wurden jetzt weitere Neuigkeiten von Tyler Mannion geteilt. Insgesamt sollen erstmal um die 30 weitere Naturalwettkämpfe veranstaltet werden, auf denen dann Lügendetektor- und Urintests gemacht werden. Bei letzteren soll auf anabole Steroide und Diuretika getestet werden. Wer auf jeden Fall getestet wird, sind die Gesamtsieger der einzelnen Kategorien auf regionalen Shows und die Top 2 auf Pro-Qualifiern. Es darf noch mehr getestet werden, aber nur mit entsprechender Vorankündigung. Spontan darf der Hauptkampfrichter auch noch den Zweitplatzierten im Gesamtsiegerstechen bei regionalen Shows testen lassen. In dem Fall ohne Vorankündigung. Bei Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln gibt es bei Erstdelikt eine Sperre von einem Jahr. Erst der Drittverstoß bedeutet lebenslangen Ausschluss und zwar nicht nur für Netty-Wettkämpfe, sondern auch für alle anderen Events von NPC und IFBB Pro League. Also man darf da nicht einfach sagen, nach einem dritten Verstoß starte ich halt bei nicht getesteten Shows. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich bin eher der Meinung, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es gibt genug Naturalverbände, da muss sich nicht die NPC auch noch damit beschäftigen, zumal das Regelwerk schon sehr schwammig ist. Auf der einen Seite konsequent, wenn man Athleten nach Drittverstoß für immer auch für ungetestete Wettkämpfe ausschließt. Auf der anderen Seite inkonsequent, weil prinzipiell jeder Betrug direkt zum Ausschluss führen sollte. Da muss man, finde ich zumindest, unterscheiden zwischen bewussten Bescheißen und einem Athleten, der mal konsumiert hat, aber nach, keine Ahnung, 10 Jahren Abstinenz wieder an Netty-Events teilnehmen möchte. Netty-Wettkämpfe innerhalb der NPC, darauf hat meiner Meinung nach niemand gewartet. Stand heute denke ich auch, das ist kein Angebot, das man erzeugen muss. Genauso wie ich auch denke, dass Beefy beispielsweise keine vegane Wurstalternative machen muss. Jeder hat seine Kernkompetenz woanders, aber schreibt mir gerne auch wie immer eure Meinung in die Kommentare. Freunde, es geht
sofort weiter für euch mit den Gannikus News. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mit dem Code NEWS spart ihr 10% auf alle unsere Supplements im Gannikus Shop. Bedeutet, ihr bekommt immer den besten Kurs auf Top-Produkte und unterstützt außerdem noch ganz automatisch dieses Format hier. Wir machen den Abschluss mit dem wahrscheinlich größten Aufreger des vergangenen Wochenendes. Michael Daboul, würde ich sagen, seines Zeichens inzwischen Starathlet der Classic Physik, wurde im Rahmen der One Bro Pro Show verprügelt, also dort, wo auch unsere beiden Deutschen beim Amateurwettkampf die Pro Card geholt haben. Was ist passiert? Der Michael wollte nach dem Event in den Backstage-Bereich, um mit seiner Freundin zu sprechen. Wurde ihm anscheinend auch vom Veranstalter erlaubt. Trotzdem sind dann innerhalb kürzester Zeit 4 Securities gekommen und haben ihn krankenhausreif geschlagen. Das muss man so sagen. Davongetragen hat er nämlich mehrere gebrochene Rippen, eine Teilfraktur der Nase und ein ziemlich stark angeschwollenes Auge. Jetzt denkt man sich zu Recht, sowas passiert mit Sicherheit nicht einfach so und da liegt man instinktiv nicht falsch. Michael Daboul hatte in der Vergangenheit schon mal Hausverbot für die Shows dieses Veranstalters und hatte im Laufe des Tages auch mehrfach das Event kritisiert für schlechte Organisation und zu hohe Preise. Auf der anderen Seite ist jetzt Two Bros Pro auch nicht bekannt für athletenfreundliche Wettkämpfe und ganz allgemein hat zumindest einer dieser Promoter nicht den besten Ruf. Ich hatte direkt den Impuls zu sagen, gut, wenn du auf Social Media den Dicken machst und die Show kritisierst, brauchst du dich nicht wundern, wenn jemand das ins echte Leben bringt und dir eine Abreibung verpasst. Ist natürlich komplett überzogen, weiß ich selbst und man darf auch niemanden verprügeln lassen, nur weil ihm die Show nicht gefällt. Ich würde selbst so auch nicht handeln. Das ist eine Straftat, die ist böse, macht man nicht, also versteht mich da nicht falsch. Nichtsdestotrotz reagieren die Menschen unterschiedlich auf gewisse Situationen und es ist wohl nicht so, als hätte man bei bestimmten Beteiligten nicht damit rechnen können. Wie gesagt, keine Rechtfertigung, keine Legitimation für die Tat, nur eine realistische Betrachtung der echten Welt da draußen. Klar, man hätte ihn auch einfach der Halle verweisen können, ist jetzt in dem Fall nicht passiert. Doppelt scheiße für jemanden, der noch dazu mit seinem Körper seinen Unterhalt bestreitet. Wir sind aber, wie gesagt, im echten Leben, da verhält sich nicht alles wie im sterilen Versuchslabor. Auf jeden Fall hat sich auch der Veranstalter geäußert und durchblicken lassen, dass die Version von Michael Daboul sich nicht mit seiner Version decken würde. Demzufolge sei er offenbar ohne Erlaubnis ins Backstage gegangen und habe sich schon den ganzen Tag über aggressiv gegenüber der Security verhalten. In der Vergangenheit seien sogar Prügeleien von ihm ausgegangen, plus er habe eine Mitarbeiterin beschimpft und perverse Attitüden an den Tag gelegt. Im Endeffekt ermitteln Stand heute die Behörden, sprich es werden Zeugen gehört und Videos ausgewertet. Auf die Ergebnisse daraus wartet auch die IFBB Pro League, von der es auch ein Statement in dem Sinne gab, dass sich keiner auf Events des Verbands unsicher fühlen sollte. Ja, und ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das hat jetzt mal beide Seiten beleuchtet oder im Endeffekt sogar 3 mit IFBB Pro League eingeschlossen. Traurig das Ganze. Ich hoffe an der Stelle, dass auf der FIBO sowas nicht passiert. Wer in Köln mit dabei ist, ich bin am Samstag da und verteile auf jeden Fall zusammen mit Massive Soldier ein paar kostenlose Goodiebags an euch. Da sind sowohl Samples als auch ein exklusiver FIBO-Deal drin. Ein anderer FIBO-Deal, als ihr jetzt hier in der Newsfolge bekommt. Wo genau wir sein werden, geben wir noch bekannt. Wer mich sieht, immer gerne Hallo sagen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne und erfolgreiche Restwoche. Denkt dran, mit dem Code NEWS gibt es Kreatin für 13,50 € und sowohl Whey als auch Clearway für 22,50 €. Krea-Beta-Stack für 15 € und ein paar zerquetschte. Ich habe es tatsächlich vergessen. Gönnt euch auf gannikus-shop.com und macht's gut und bis zum nächsten Mal.